Als Weltmarktführer in der Entwässerungstechnik ist das deutsche Familienunternehmen ACCO mit 29 Produktionsstätten in über 40 Ländern präsent. Die österreichische Vertriebsgesellschaft bietet ein umfangreiches Produktsortiment für die Flächen- und Gebäudeentwässerung und schafft damit Systemlösungen für die Umweltbedingungen von morgen. Ein Highlight aus dem Produktportfolio sind die ACCO-Therm-Leibungskellerfenster, die als Standard- oder hochwasserdichte Version für den Einbau in die Kellerwand erhältlich sind. Ein Merkmal der ACCO-Therm-Leibungskellerfenster ist die einfache und zeitsparende Verarbeitung. Wie hier am Beispiel eines Kellerbaus in einem Kleingartenhaus zu sehen ist, dauert der Einbau dank integrierter Fenster- und Sohlbank, der vorbereiteten Anschlüsse für Perimeterdämmung und andere Wandbelege sowie dank der Montage ohne zusätzliche Dämmung im Leitungsbereich nur wenige Minuten. Und schon kann die Schalung für die Betonierung der Kellerwand angebracht werden. Auf was der Verarbeiter besonders achten soll, dass er eben den Leibungsrahmen lot- und waagrecht in die Schalung integriert. Falls Informationsmaterial zum Produkt mitgeliefert wird, sollte er diese dem Bauherrn übergeben. Als Eigenkontrolle für den Bauherrn kann dieser schon während der Bauphase kontrollieren, ob die mitgelieferten Aussteifungs- und Schutzplatten im Fenster integriert sind. Durch das Mehrkammer-Hohlprofil dieses Fensters verbessert man die Energiebilanz des Hauses und man erspart sich nachhaltig Energie. Durch die Verankerungsrippen am Leibungsrahmen kann das Fenster optimal in der Wand verankert werden und sorgt für einen dichten Anschluss. Das Standard-Thermfenster hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten von 1,3 Watt pro Quadratmeter und Kelvin, wobei hier dann die nächste Ausbaustufe die Dreifachverglasung ist mit einem U-Wert von 1,0. Für diejenigen, die sich auch im Keller gegen Einbruch schützen möchten, bietet ACCO eine weitere Möglichkeit an. Das wäre die Ausführung in der Widerstandsklasse WK2. Für ausgeklügelten Gesamtschutz gibt es eigene Systemlösungen. Eine technisch ausgereifte Systemlösung ist das ACCO-Therm-Leibungskellerfenster in hochwasserdichter Ausführung zusammen mit dem ACCO-Therm-Lichtschacht und dem ACCO-Thermblock. Das hochwasserdichte Therm-Leibungskellerfenster wird geliefert in einer isolierten Doppelverglasung, wobei die äußere Scheibe aus Verbundsicherheitsglas besteht, die die Dichtheit bzw. das Fenster vor angeschwemmten Teilen schützen soll. Zusätzliche Verriegelungspunkte am Fenster und die spezielle Blendrahmendichtung sorgen für eine Wasserdichtheit bis 1 Meter über Fensterunterkante. Das nächste Bauteil ist der ACCO-Thermblock, der völlig schraublos, wärmebrückenfrei und druckwasserdicht an die Kellerwand geklebt werden kann. Nach kurzer Trocknungszeit kann auch der Lichtschacht völlig wärmebrückenfrei und druckwasserdicht an den Thermblock befestigt werden. Passend zum System gibt es für den ACCO-Lichtschacht einen Entwässerungsanschluss, der völlig geruchs- und rückstausicher ist. Optimal für die Energiebilanz eines Hauses ist jedoch, wenn das Fenster in der Dämmebene verbaut ist. Zu dieser Problematik bietet ACCO den Thermblock mit integrierten Fenstern an, die die Energiebilanz eines Hauses optimal beeinflusst. Angesichts der immer häufiger auftretenden Hochwassersituationen spricht sich auch der Bausachverständige Günther Nussbaum für den Einbau von entsprechenden Fensterlösungen aus. Jeder, der sich halt den Geotechniker spart oder nicht entsprechend erhebt, wo sein Bemessungswasserstand liegt, wäre auch gut beraten, Hochwasserschutzfenster einzubauen. Auch höchste Qualität braucht entsprechende Wartung. Daher empfiehlt der Fensterspezialist: Für eine dauerhafte und einwandfreie Funktion des Fensters sehe ich aber auch den Bauherrn in der Verantwortung. Dieser sollte die Fenster nicht nur an den sichtlichen Stellen putzen, sondern auch etwaige Fehlfunktionen sofort beheben lassen und Serviceintervalle einhalten. Ein optimaler, hochqualitativer Kellerschutz ist langfristig auch die kostengünstigere Version.